Ja, moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Technik. Und ja, wir sind immer noch in der Welt, wie gesagt, Minecraft Technik. Und diese Folge begebe ich mich mal an den Pulverizer. Da fehlt uns nämlich nicht viel, da fehlt uns nur der hier, der Machine Frame. Und der ist ganz schnell gemacht, den machen wir auch schnell. Gold, uns geht alles zu Neige, merke ich gerade. Iron, naja, was geht noch? Das ist noch am Limit. Und Glas. Wir müssen unbedingt mal wieder ein bisschen Glas sammeln gehen. So, das ist schon perfekto. So, Redstone. Zack, zack und schwupp, den haben wir auch. Muss man noch ganz kurz ein OBS-Fenster verschieben. So, damit ich auch meinen Ausschlag vom Mikrofon sehe. So. Was fehlt uns eigentlich jetzt noch? Nichts mehr. Haben wir alles. Das hier, das hier. Dann brauchen wir Flint. Haben wir. Kupfer. Haben wir wieder neu dazu bekommen. Zack, zack. Was fehlt uns jetzt noch? Der Piston eigentlich nur. Jawohl, Freunde. Wir haben den Pulverizer und den schließen wir hier als erste Maschine an. Dann gib Stoff, meine liebe Steam Engine. Brauche erstmal Kohle. Kohle. Und zack. Hab noch 33 Coal Dust. Okay. Und rein mit dir. Feuer, Junge. Feuer, Feuer. So, wir bepowern jetzt unseren Pulverizer. Super. So, jetzt gehen wir erstmal hoch. Gucken wir hier rein. Ah, da unten fliegt wieder das Rubberwood, weil hier wieder Saplinge drin sind. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier ständig Saplinge reinkommen. So, ich muss hier aber einen Furnace aufbauen. Wo baue ich den aber am besten hin? Wo baue ich den hin? Ich mache mal einfach Furnace. Habe ich noch einen? Ich habe noch einen sogar. Wo baue ich den hin? Will den am allerliebsten mit ME-System direkt anschließen, aber ich habe keine, also mal nicht genug Items gerade da. Guck mal, aber hier gibt es einiges und das da kann uns noch wichtig werden. Aber jetzt erstmal konzentrieren wir uns hier voll drauf. So, wie viel Wood haben wir eigentlich? 3200. Wartet mal, dann stellen wir jetzt einfach mal ein bisschen her, würde ich mal sagen. Einmal hier stackweise, please. Dann gehen jetzt alle Overclocker in den Furnace. Jetzt lag's gerade einen kurzen Moment. Wieso auch immer. Eigentlich sollte es ja nicht laggen. So, hier ist schon kein Overclocker mehr drin. So, unten lassen wir ja, wie gesagt, schön richtig durchlaufen hier. Jetzt war der Strom mal kurz weg. Aber nun denn, dann war der Strom halt mal ganz kurz weg. Und ich muss mal ganz kurz was ausschalten. Und schwupp. So, das spart nämlich schön viel Power. Ah, so. Ein klein wenig besser. Aber nur, naja. Video Settings, Short. So, das läuft schon besser. Hier gucken wir schnell mal auf Kohle. Ja gut, nice, wächst. Okay. Aber kein Strom. Das geht gerade so mit 4 Stück. Okay. Das ist voll in Ordnung, 4 Stück. Das geht voll klar. So, jetzt muss ich aber hier erstmal. Hau mir Nether Redstone Ohr durch. Ich will mal sehen, was das ist. Oder auf jeden Fall, wie Redstone mir das bringt. Weil normales Redstone Ohr bringt 4 Stück. Jetzt gucke ich mal hier. Ich hoffe mehr als 4. Und 10. 10 pro Erz. Das ist nochmal das Doppelte. Geil. Das Doppelte. Alter. Geil, das Farmen, das lohnt sich mal richtig. Oh. Okay, ich nehme mal hier ein bisschen was raus. Weil im Moment läuft mein System am Limit. Oben, die müssten auch dann jetzt volle Pulle laufen.
Und zwar alle. Der gibt richtig. Der Limit. Der auch am Limit. Alle sind am Limit. Und was passiert, wenn ich den abstelle? Ich nehme einfach das Rubber jetzt raus. So. Geh mal schnell runter, wenn ich den jetzt abstelle. Auf einmal Strom wieder da. So. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt drei Overclocker drin habe. Mache jetzt mal einfach nur das Lied. Jetzt hier aus mit Power. Stabil. Also es war hat am Extractor gelegen. Guck ich nochmal hier. Zack. Doch, es lag dann wirklich am Extractor. Habe ich noch Overclocker? Nein. Ah, jetzt müssen wir echt noch ein klein wenig warten, bis die Kohle durch ist. Aber so lang, denke ich. Was haben wir noch an Ohr hier? Also ganz normales Aluminium-Ohr haben wir hier. Das lassen wir zum allerersten Mal mal durch den Pulverizer. Geht ja gar nicht. Okay, dann geht's nicht. Ein anderes Ohr. Sieht aus wie Monazit. Ich nehme noch notfalls Cinnabar mit. Monazit geht. Ich guck mal, wie schnell das geht. Forzium, okay. Keine Ahnung, für was ich das brauche. Cinnabar geht wieder nicht. Forzium, für was brauche ich ein Forzium? Forzitium, so. Für was brauche ich das? Ich weiß es nicht. So, aber das da. Kann ich mal sagen, wenn ich jetzt mal Macerator geschaut habe, wie langsam das ging. Ich schaue jetzt einfach mal hier so eins rein. Okay, jetzt braucht alles so ein bisschen Zeit, aber was kommt hier raus? Gut, dasselbe, dann ist das wirklich schneller als das hier. Aber wartet ab, bis wir unser Strom komplett haben, denn so langsam, ich weiß, wir haben erst die Geothermal gemacht, aber die machen einfach nochmal mehr Power. Aber dafür fehlen uns Inverplatten, Inver Ingots, Inver Blend, die muss ich machen. Dann kann man schauen, Inver. Ja, das sind die. Muss ich dies machen? Ja. Pulverized Iron. Okay, da kann man Eisen durchschauen und Nickel. Haben wir. Ne, ich habe doch schon Inver gemacht. Ja, 9 Stück habe ich ja schon gemacht. So. Aber was ich nicht gemacht habe das letzte Mal, die Mobfarm geleert. Das mache ich jetzt. Uns kann ja nichts passieren. Hopp. Und hopp. Hopp nach unten. Das ist so geil gemacht. Hier ist das Haus. Hier unten drunter ist die Sammelstelle. Nur 10. Geil. Und das ist richtig Hammer gemacht von mir. So. Zack. Und ich könnte, glaube ich, mal so langsam mich an den Bearbeitungsberg begeben. Den habe ich lange nicht mehr weitergemacht. So, der da drüben ist schon fertig. Jawohl. Hab noch einen Iron Dust mit rausbekommen. Auch nicht schlecht. Jetzt lasse ich mal das Gold durchgehen. Guck mal, was das bringt. 3 Stück. Na, ich glaube nicht, dass noch ein extra Erz hier dabei sein wird. Na, nein. Diesmal nicht. So, da müssen wir mal das hier reinschmeißen. Zack, zack, zack. Das Rubber schmeißen wir mal rein. Boah, so, Budden. Oh, da habe ich alle weggemacht. Okay, Glas. Und Wood haben wir ja noch genug. 100 nur noch? Okay. Das Glas hätte drin bleiben können. Glas. Und Gold. So, 8 Stück. Jetzt bin ich gespannt, wo ich denn jetzt den Furnace aufbaue. Das ist eigentlich alles Zeug, was in den Bearbeitungsberg kommt. Aber im Moment ist das einfach nicht möglich. Knall ich in den Furnace hin? Hier, hier. Ich knall den Furnace hin, hier das und hier das. Doch einfach. So, jetzt haben wir Redstone Engine, müssten wir eine noch haben auf Lager. Engine, jawohl, da ist sie. Und den Hebel. Wir haben keinen Hebel auf Lager. Das heißt. Stick. Schwupp. Und. Cobblestone. Zack. So, einmal nach oben.
Dann einmal hier runter bauen. Ach, guck mal, das ist schon wie angegossen hier. So, dann fahrt dich schon mal warm. Denn es wird jetzt soweit sein, dass ich wieder eine Kohleproduktion haben werde. Das heißt, aber diesmal nicht zur Befeuerung, sondern zum Lagern. Das heißt, das ganze Holz hier wird nicht nur hier zur Kohle verarbeitet, sondern auch oben. Also alles gleichzeitig. Muss ich nur noch mir eine Dia-Pipe, habe ich unten noch eine einzige, schnappen. Brauche nur noch ein Hölzchen hier. So, mitnehmen hier. Ab nach oben. Hier muss noch eine Dia-Pipe dran. Und hier müssen jetzt die Golden Pipes in Rot kommt. Wood. Der Rest in die andere Richtung. Blöde wird hier sein, dass in Rot auch nur Wood kommt. Ne, das ist blöd. Dann läuft das ja hier rüber. Aber das machen wir anders. Das machen wir hier so in die Wand. Und schwupp. So, Problem gelöst. Machen wir hier. Joa, diesen einen Block. Ach, für die kleine Zeit hier. Guck mal, wie viel mehr der wieder produziert hat hier. Mega. So, schmeißen wir schon mal rein. Ich hole noch ein paar Kehlchen. So, Kabel. Noch zwei. Blöd, dass ich nur noch zwei Stück habe. Aber guck mal, wir brauchen ja nur ein Kabel. So. Jetzt könnt ihr sehen. Tada! Der macht Druck. Das geht hier durch in... Halt. Shit! Ich konnte sie nicht abfangen. Ich muss die Charcoal irgendwie abfangen. Perfekt. Weil das muss alles in gelb. Charcoal. Gelb. Und rein da. So. Was ist fast in den Generatorenraum geflogen? Okay. Das heißt, hier oben muss ich einiges umbauen. Jetzt muss ich mal gucken. Gelb. Ist nichts drin. Hm. Stimmt, wie mache ich das dann mit den Sapling? Eieieiei. Habe ich gar nicht mitbedacht. Aber schaut mal. Immerhin, das funktioniert. Es funktioniert immerhin. So. Aufstehen. Gucken. Läuft. Läuft. Ich werde mal runtergehen, mal ein bisschen Bone Meal holen und werde dann schön Befeuerung geben. Bone Meal. Zack. 7 Äpfel kommen da rein. Zip. So, ich werde jetzt nämlich mal... Halt, ich muss ja noch ein paar Overclocker holen. Das heißt, hier unten das läuft mal so. Ohne Overclocker. Hier oben knall ich rein. Na, gucken wir mal, noch 3 Stück da. So, jetzt Belastungstest. Jetzt kommt der hohe Belastungstest, weil jetzt kommen mal ein paar Bäume hier auf ihn zu. Und hier, so, das waren jetzt mal ein paar Bäumchen. Boah, ich hoffe, nein, es war kein großer dabei, aber das ist schon einiges an Holz. Können ja mal schauen, ob es schon funktioniert, wie ich es möchte. Dass hier einfach das ganze Holz reingeliefert wird und die Äpfel, die fliegen irgendwo dann kreuz und quer herum. Du funzt soweit. Jawohl, funzt soweit. Die Äppelchen müssen nur noch in gelb. So, das war's. Sind die Äpfel in gelb hier auch? Jawohl, es passt soweit. Können wir noch mal schauen. Jawohl, alles weg. Passt. Wie angegossen hier. Jetzt wird hier schön Charcoal produced.
genau das, was ich möchte. Aber das müssen wir alles noch schöner machen. Hier zum Beispiel könnte ich ja langsam anfangen mit dem Steam Engine Raum. Das heißt, hier wird alles, was mit Steam Engine zu tun hat, auch mit der Steam Engine halt befeuert, weil sonst würde es ja nicht Steam Engine Raum dann heißen. So, das heißt jetzt wieder, haben wir den Pulverizer die Folge gemacht. Wir haben uns gekümmert um eine Charcoal-Produktion und wir fangen an, den nächsten Raum auszubauen. Ah, ich vernachlässige gerade auch irgendwie so ein klein wenig nebendran den Bearbeitungsberg. Aber der kommt ja auch noch dran. Keine Sorge, der kommt noch. Jetzt brauche ich erstmal Pickel. Okay, dann brauche ich Rubine. Zack, 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 zack. Und ein paar Stickies. So, nächste Rubinspitzhacke. Ich denke, ich werde jetzt auch nur in nächster Zeit Rubinspitzhacken verwenden, weil die sind einfach so gut. Und deshalb vertraue ich voll auf die, weil die, wie gesagt, Megateile. So, jetzt wird's Problem sein, ich muss die Steam Engine und das alles da hinten dran verstecken. Das heißt, ich muss hier unten eine wunderschöne Wasserquelle bauen. Das würde hingegen bedeuten, hier kommt dann der Pulverizer rein. Hier oben, hier, kommt der Pulverizer hin. Das heißt, die Kabel führen da hinten lang. So, haben wir noch von den Golden, ja, drei Stück. Der Pulverizer würde ich gerne hier haben. Das heißt, die Kabel müssen so laufen. So, das heißt aber auch jetzt erstmal das mal rausholen, den abbauen. Das hier abbauen. Hier rüber schwenken. Hier immer Stone setzen. Hier noch ein Stone. Hier Marble. Und hier den Pulverizer dran schmettern. Nicht das Holz. Den Pulverizer hier dran schmettern. Zack. So. Er müsste jetzt auch Power bekommen. Lol, kein Wasser mehr. Warum pumpt die da oben kein Wasser? Okay, komisch. Das heißt aber auch, wir müssen da hinten dran schon mal anfangen, Wasser irgendwo aufzubauen. Das, denke ich, wird irgendwo in der Mitte vom Raum sein. Der Raum wird nicht allzu groß, weil das sind nicht allzu viele Maschinen, die mit der Art befeuert werden. Deshalb nur so, ja, die Größe reicht ja mal vor. Erste Mal würde ich mal sagen, ja, kommt die Tür einfach hier rein. Machen wir so, so, mal wieder abbauen. Das bauen wir dichte. Das muss alles noch eins nach hinten. Und dann setzen wir hier das Marble rein. Zack. So, passt. Perfekto. Jetzt müssen wir erstmal Shovel. So, Iron Shovel. Und erstmal eine ganze Kies wegmachen. Oh, hier ist noch ein Stein. Und, ist das hier eine Höhle oder so? Nein. Leider. Naja, egal. 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 Zack. Und direkt weiter geht's. Zack. So, dann fange ich mal langsam an mit dem Wasserdings da, Wasserquelle. Ist schon noch eins hier rein. Und auch wohl aufgehe. Das heißt, ich will die Folge heute wieder ein klein wenig länger machen. Ich möchte das auf jeden Fall fertig bekommen. Das heißt, auch wieder Torch, haben wir welche noch? Nein, haben wir natürlich nicht. So, dann das hier weg. Das hier ranholen hier. So, ein Stack Torches. Normal möchte ich ja in dem Haus keine Fackel, sagen wir Fackelbeleuchtung. Aber jetzt ist es halt notwendig. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Okay, hier ist schon der Pulverizer. Das heißt, hier kommt dann auch die Wasserquelle hin. Ich denke, hier so hinter die Wand, wo es auch niemand sieht. Muss ich noch eins rein hier. 1,
zack, zack. Hier kommt dann die Wasserquelle hin. Okay, ich muss noch ein. Ich mach's mal noch eins tiefer. So. Ich hole jetzt mal noch Eimerle. Ein Bucket. Wir haben sogar noch einen Water Bucket. Aber. Ja, halt. Ich muss doch erstmal den Wasserbucket setzen. Hier hinten mal die Quelle. Perfekto. Zack. Muss ich, glaube ich, etwas öfter laufen. Dreimal oder so. So, jetzt klauen wir die hier oben nochmal so Wasser. Und dann haben wir nur noch einen Eimer Wasser da oben drin. Ich möchte nämlich hier, wie gesagt, alles umziehen lassen. Ja, ich brauche noch zwei. Das heißt, einmal ans Wasser laufen. Guck, jetzt ist hier weg. Jetzt wird das nicht klappen. Denke ich mal. Also ich denke mal, damit das noch nicht klappt. Nein, es klappt nicht. Also rennen wir mal schnell los. Fangen uns mal noch ein Wassereimer. Hier hinten. Das ist okay. Haben Zuckerröhrle. Wenn ich aus der Mitte nehme, können wir auch gleich das Zuckerrohr mit abpflanzen. So, gleich mit abgepflanzt. So, Water Bucket, wir rennen mit der Spitzhacke in der Hand, weil das einfach geil aussieht. Jetzt hat das Spiel minimiert, habt ihr ja bestimmt mal kurz mit meiner Maus gesehen. Ja, ja, immer dieses Minimieren hier. Und schwupp, perfekt. Dann wäre ich das Wasserteilchen da, wo das ganze Wasser halt pumpt. Was da oben steht. Erstmal umsetzen. Hier das. So, genau den Aqua-Dingens da. Jetzt muss ich hier mit den ganzen Kabel mitnehmen. Kann ja einfach runter hier. So, die Kabel sind weg. Steam Engine muss weg. Das hier muss weg. Das ist alles nur einen einzigen Punkt nach hinten. Also einen einzigen Block nach hinten. Mehr muss da nicht gemacht werden. Doch, eigentlich schon. Ich muss mich jetzt bis zur Wasserquelle vorkämpfen, die hier schon ist. Okay, das heißt, den Aqua setzen wir schon mal da unten hin. So, der saugt sich jetzt voll. Das Wasser dürfte ja locker halten. Jetzt muss ich das dann hier runterbauen. So, an das Aqua-Teilchen da. Hier ein Licht setzen. So, Wooden Pipe davon. So, jetzt, ich weiß, das mache ich eigentlich relativ selten, aber ich muss mir jetzt mal den Pulverizer markieren. Ich nenne ihn einfach Pull. Ich auch weiß, wo ich hingraben muss. So, das heißt, diese hier, wenn ich hier lang laufen, hinter der Wand. Noch eins. Hier hin. Zack. Da haben wir noch mehr Spielraum sogar. Aber da habe ich nicht genug Pipes. Das ist natürlich blöde. Seht ihr? Zack, zack. Lange nicht genug. Aber, naja. So, jetzt muss ich aber erstmal auch diese Steam Engine hier anschließen. Wo ist sie? Da ist sie. So, das heißt, das geht dann. Das Wasser muss oben reinlaufen, glaube ich. Oh, warte, ich muss noch mal ganz kurz hin, so eine Pipe abbauen. Dann sollen wir das hinten durchgeht. Jawohl, das geht auch. Das hinten durchgeht. Perfekt. Perfekt, Freunde. Dann geht das auch so. So, jetzt erstmal das ganze Holz hier reinklappt. Alles, was ich mir mit habe, einfach rein damit. Für Holz hier. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich schon? Fast 600, das ist aber wenig. Nun, dann, Freunde, aber das war's für die Folge Minecraft Technik. Etwas länger. Obwohl, kann man das länger nennen? 2 Minuten. Naja, egal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Abonniert mich, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Drückt die Glocke rechts neben dem Abonnier-Button. Dann ich verabschiede mich. Ciao, ciao zusammen.